Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute mit einem Sondergast, würde ich fast sagen. Daniel Saurenz, Feingold Research. Du warst schon zwei, dreimal hier, allerdings schon länger her. Schön, dass du hier bist heute. Danke für die Einladung. Ja, wir sehen dich, vor allem Ja. eingemummelt. Die Überleitung sollte jetzt sein: Der Börsenherbst ist da. Man sieht es am Wetter vielleicht so ein Stück weit und auch an deiner Klamotte. Wie sehen die Märkte im Moment aus? Ja, so wie ich, ziemlich unterkühlt und 11.200 im DAX. Das sieht nicht so besonders toll aus. Wir haben 2.400 Punkte verloren zum Jahreshoch, das übrigens exakt vor 10 Monaten war, also gar nicht mal so lange her. Und es hat sich doch merklich eingetrübt. Kann aber ganz gut sein auch. Kann aber ganz gut sein. Heißt Kaufchancen oder was meinst du Absolut, damit? absolut. Ich merke solche Märkte viel lieber, in denen das Chance-Risiko-Verhältnis eher bei 80-20 ist, als bei, wie wir fanden, im Frühjahr und Jahresanfang bei 20-80. Also ich kann mit so einem Markt ganz gut leben. Okay, interessant. Ja, jetzt haben wir hier in der Nähe auch, wir müssten dahin gucken, da kriegt man gerade die Kamera nicht hin, weil da hinten ist total Nebel und Regenwolken. Da liegt Bad Homburg und in Bad Homburg ist ein Konzern beheimatet, beziehungsweise eigentlich sind es genau zwei: Fresenius, Fresenius Medical Care. Fresenius, da hat es auch ähnliches Wetter gehabt beim Börsenkurs, wie wir hier gerade haben. Was war denn da los? Ja, das Umsatzwachstum soll ungefähr so viel sein wie die Gradzahl nächste Woche, nämlich noch maximal 3. Also, ja, genau, es wird auch bei Fresenius Medical Care ein bisschen schattiger. Das hat die Märkte geschockt und es war die bitterste Kursreaktion der Firmengeschichte. Also, so stark ging es noch nie nach unten. Und allerdings muss man auch da sagen, jetzt Chancen. Das erste Mal seit Jahren eigentlich ist so richtig Volatilität in der Aktie drin. Okay. Und die Mutter, Fresenius, die ja eigentlich unser Thema heute sein sollte, Genau. wie schaut es da aus? Ja, durchschlagende Effekte sozusagen. Da gab es keine explizite Warnung, aber natürlich die indirekte Warnung durch die Tochter. Also auch Fresenius wurde mit abgestraft. Nicht ganz so stark an dem richtig üblen Tag, aber auch heftig nach unten gegangen. Für Fresenius vor allem sehr, sehr ungewohnt. Okay, das sind jetzt, sage ich mal, die negativen Sachen. Wir haben diese Woche auch, sagen wir, relativ schwache Tage gesehen. Beispielsweise der Dienstag war sehr, sehr schwach. Dann habe ich mir mal die Kurse angeguckt, der DAX-Werte, und da war zweimal grün drin, und das zweimal grün war bei Fresenius und Fresenius Medical Care. Also Fels in der Brandung. Ja, aber es heißt Fels in der Brandung. Jetzt sind sie durch, wenigstens mit ihren schlechten Nachrichten. Und oftmals sind das ja auch ja, so rollierende Effekte. Also auch der Gesundheitsbereich kann sich ja dann wieder erholen oder da was nachgeholt werden. Wir hatten auch noch Argentinien-Probleme, Genau, Inflation und so weiter. Also da kam noch ein bisschen was. Grundsätzlich hat Fresenius und auch FMC ein sehr stabiles Geschäft und ein sehr berechenbares Geschäft. Und ich denke, dass die Börse das mittelfristig auch wieder abbilden wird, wenn da nicht noch eine weitere negative Überraschung kommen sollte, dann im Dezember. Aber davon gehen wir mal nicht aus oder Januar. Genau, gehen wir mal nicht von aus, aber grundsätzlich, wie du schon gesagt hast, das Thema Gesundheit ist natürlich das Riesenthema der Bad Homburger, und Gesundheit ist unser höchstes Gut. Grundsätzlich, wo sind die aktiv? Stichwort wäre vielleicht aus meiner Sicht das Thema Dialyse. Was hast du sonst noch so? Genau, du sagst schon, wir haben noch die Helios-Kliniken, die Genau. natürlich auch noch ein wichtiges Standbein sind. Und insofern, Prio-USA-Geschäft natürlich dann über die Tochter auch, da immer auf die Währung achten. Das ist so sehr wichtig bei den, bei dem, ja, was ist das, Eltern-Tochter-Paar, Genau. Eltern-Sohn-Paar. Genau. Okay, rein von den Kursen her, aktuell, wir sind so um die 60 rum. Ich habe mir vorhin mal den Chart so ein bisschen angeguckt, auch ein bisschen was dazu gelesen. Auf der Chartseite, wie schaut es da aus? Auf der kurz- bis mittelfristigen, also auf der kurzen Sicht natürlich schlecht, aber auf der mittelfristigen über ein paar Jahre eher ein Seitwärtstrend dann. Also wir haben das ja auch gehört dann. Die Gewinne der letzten Jahre sind pulverisiert worden mit diesem Abwärtssturz. Also das ist jetzt nicht so wie bei einer Amazon oder wie bei einer Wirecard im DAX, wo Ja. man sagt, wenn es da mal 20% reinhaut, das ist nicht so dramatisch, da steht noch genug auf ein Jahr oder auf 2 Jahre. Nee, die Gewinne sind jetzt alle weg und wir sind jetzt da in so einer Seitwärtsrange. Aber eben, das kann ja interessant sein jetzt, wenn man sich mal anguckt, Cap-Bonusse, Discounter, schön die Vola nutzen, die über die Jahre bei Fresenius sehr, sehr niedrig war. Also Genau. Fresenius, Henkel waren ja eigentlich Werte, wo man sagt, man will denen nicht zu nahe treten, aber fast zum Einschlafen. Das ist jetzt nicht mehr so. Fresenius endlich attraktiv auch für Leute, die auf Volatilität gucken. Insofern
Spannung, auch auf einer anderen Seite, und zwar nämlich da noch Thema Firmenübernahme. Fresenius war drauf und dran, die Firma Acorn in den USA zu übernehmen. Das wurde abgesagt, weil es da irgendwelche Unregelmäßigkeiten gab mit Datenschutz und sonstigen Geschichten. Vor einem Gericht wurde dem auch zugestimmt, dass diese Absage der Fusion quasi rechtens sei. Jetzt hat die Firma Acorn geklagt. Also sprich, wir haben wieder Unsicherheit auf der Seite auch so ein Stück weit, weil alles, was nicht entschieden ist, die Zuschauer wissen es wahrscheinlich auch, Unsicherheit ist immer schlecht für die Börse. Auf der anderen Seite erhöht es natürlich die Volatilität und macht eben Volatilitätsprodukte wieder interessanter ein Stück weit. Wir haben ja in den letzten Wochen ja auch gesehen, dass die Übernahmen, wenn sie denn vorbei sind oder wenn sie dann doch noch genehmigt werden, Stichwort Bayer, Stichwort Linde, ganz unterschiedliche Auswirkungen haben können. Und wenn danach US-Gerichtsbarkeit dabei ist, wird es ja ohnehin manchmal recht diffizil. So sieht's aus. Produkte zum Thema finden Sie wie immer auf www.xmarkets.de. Wir freuen uns jetzt wieder reingehen zu dürfen, weil es ist doch ziemlich herbstlich und auch leicht feucht. Ihnen noch eine schöne Restwoche. Dir vielen Dank. Gerne. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.